Hallo? Es ist komisch, aber immer an so einem Tag, da versuchst du immer so, überlegst du immer zweimal, wenn du etwas isst oder so, oder das Gipfeli essen oder nicht, oder mit was, mit Nutella oder mit dem. Michel! Ich finde es so geil, wie du raufkommst und nachher so. Macht es so. Puh, siehst du echt geil. Das Training vor dem Contest, vor dem Finale, ist echt mega wichtig. Dass dort kein Scheiß passiert, also dass du dort nicht irgendwie unsicher wirst, weil etwas gerade nicht geht oder so. Das mit dem Brett noch umschauen, das ist einfach, weil das Brett noch irgendwo vorbereitet war. Aber das macht nichts. Eben, gerade so ein bisschen beschäftigt sein, macht sicher nichts. Sonst, jetzt heute, also er hat gut ausgesehen. Oder er hat einen guten Ausdruck im Gesicht, hat mir gefallen. Ich habe so ein bisschen Angst und Nervosität, das sehe ich schon schnell. Und das habe ich heute nicht gesehen. Angespannt und konzentriert, das ist klar, das braucht es. Ich glaube, zu locker ist auch nicht gut. Aber wie gesagt, jeder hat das ein bisschen anders. Aber ich glaube, heute passt es bei ihm. Das war schon ziemlich klein, aber ich glaube, ich muss ihnen noch mal zu denken geben. Ich mache noch mal den gleichen Round, mit etwas anderem am Schluss, ein bisschen verfeinern. Dann gibt es ihnen noch mal zu denken, ja, eigentlich müssen wir schon 95 Meter gehen. Landi, lass inspirieren. Ich freue mich mehr als der, der gewonnen hat und der, der Zweiter wurde. Wir sind hier in Hochibrig. Nach Laax, ein bisschen verrissen im Schnee. Nicht im Park, nicht in der Pipe. Mit dem Scott Sullivan, Fotograf für Volcom und Absinthe. Hast du abgeschlagen oder was gemacht? Nacken tut langsam weh. Das habe ich gemacht. Perfekte Kicker, perfekte Vorbereitung für irgendwann. Man kann das vielleicht.